Willkommen zu meinem Vortrag, Hacking Yourself Teil 6, Selbstbewusstsein und liebevolle Güte. Zuerst ein Überblick. Der erste Teil ist eine Einleitung, dann eine Atemübung, eine Demo und Fragen und Antworten. Einleitung. Was ist liebevolle Güte? Es ist eine Meditationsart. In der Ursprungssprache Pali heißt diese Meditation Metta mit 2 T, bedeutet übersetzt so viel wie eben liebevolle Güte oder liebevolle Freundlichkeit. Die Motivation dahinter, diesen Vortrag vorzubereiten, war, dass ich angefangen habe, mit intensiver Metta zu betreiben, beziehungsweise liebevolle Güte-Meditation, weil ich eine ganz bestimmte Klasse von Schwierigkeiten bei sozialer Interaktion hatte, besonders mit schwierigen Menschen. Das war begründet in mangelndem Selbstbewusstsein in diesem Bereich, also im Bereich der sozialen Interaktion. Und Selbstbewusstsein kommt unter anderem daher, wie gut du dich selbst kennst. Es ist die Zuversicht, dass du lernen kannst, was du im Leben brauchst. Selbstbewusstsein kann durch Meditation trainiert werden, weil du damit deine inneren Kritiker beruhigen kannst und lernst, ein positives Verhältnis zu dir selbst zu entwickeln. Selbstwertgefühl ist im Gegensatz zu Selbstbewusstsein abhängig von Erfolg. Wir brauchen das Gefühl, selbst wert zu sein, besonders dann, wenn wir scheitern, aber gerade in diesem Moment haben wir es nicht. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass Karl heute scheitert, dann kommen ihm Gedanken wie, oh, ich kann nichts. Und das ist natürlich Selbstsabotage. Auf der anderen Seite, wenn man Mitgefühl mit sich selbst entwickelt, dann kannst du lernen, Güte, Fürsorge und Mitgefühl dir selbst auf dieselbe Art und Weise entgegenzubringen, wie deinen guten Freunden und deinen lieben Menschen. Mitgefühl mit dir selbst ist der liebevolle Umgang mit dir selbst. Zu lernen, dass niemand perfekt ist, dass Fehler menschlich sind. Der Schwaneffekt. Wenn man sich einen Schwan vorstellt, der übers Wasser gleitet, dann hat er eine gewisse Grazie. Aber unter der Wasseroberfläche strampeln sich die Beinchen einen ab. Und so ist es auch bei Menschen. Wir sehen nur die Oberfläche. Wir sehen nur, was an der Oberfläche passiert und sehen nicht, wie die anderen Menschen um uns herum kämpfen. Bei uns selbst sehen wir das aber sehr wohl. Und dadurch sieht alles so schwierig aus, was wir selbst machen in uns, und so viel einfacher, was das Leben der anderen Menschen angeht. Mit Mitgefühl mit dir selbst kommst du von warum passiert das immer nur mir zu das kann jedem von uns passieren. Hilfreich ist dabei Achtsamkeit, siehe meine letzten Vorträge. Die hilft dir dabei, dich deinem Leid und deinem Schmerz eben zuzuwenden statt davon ab und nicht direkt ins Problemlösen zu geraten. Mitgefühl mit dir selbst ist nicht Selbstwertgefühl. Mitgefühl mit dir ist nicht selbstfixiert oder egozentrisch. Es ist nicht vergleichend. Es ist nicht abhängig von Erfolg und damit sehr viel stabiler als Selbstwertgefühl, was Selbstbewertung enthält. Bei der Metta-Meditation wünschen wir anderen, dass sie sicher, glücklich, frei und gesund sind. Noch eine kurze Anmerkung zu den Nebenwirkungen.
Das erste ist, es werden gewisse Begriffe verwendet, die möglicherweise als esoterisch wahrgenommen werden können. Und da kann eine Abwehrhaltung entstehen. Das zweite ist, wenn man gerade akute Probleme hat, sollte man vorsichtig damit sein, weil es zu emotionalen Ausbrüchen kommen kann, zu Weinen oder zu Wutausbrüchen. Um das Ganze ein wenig zu illustrieren, möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Ein Ingenieur besuchte regelmäßig beruflich ein Kloster, um dort Arbeiten zu verrichten. Er fand die Praktiken dort interessant und hat sich intensiver damit beschäftigt. Und so kam es, dass die Leiterin des Klosters ihm Übungen mit auf den Weg gab. Er hatte Schwierigkeiten mit einer, wie er es beschrieb, Mauer aus Leid, die für ihn als Pragmatiker unüberwindbar schien. In ihm selbst eine Mauer aus Leid. Die Leiterin gab ihm deshalb eine besondere Übung. Sie sagte ihm, er solle nicht mehr die Übungen im Kloster machen, sondern 2 Jahre lang auf der Entbindungsstation der Stadt sich um Frühchen kümmern. Frühchen sind zu früh geborene Kinder, Babys, die besonderen Bedarf haben nach Körperlichkeit, nach körperlicher Nähe. Also meldete er sich freiwillig, um 10 Stunden die Woche Frühchen im Arm zu halten. Diese zerbrechlichen Wesen hatten den Anschein, sofort mit dem Atmen aufzuhören, wenn ihnen irgendetwas zustößt. Mit der Zeit lernte er, dass es besonders effektiv war, die Frühchen an die Brust zu halten, in den Armen. Nach 6 Monaten bildete sich ein warmer Keim in ihm. Ein befremdliches Gefühl für ihn, was er ignorierte. Das war sehr gut, weil es eine ungestörte Entwicklung dieses Gefühls ermöglichte. Diese Wärme dehnte sich über die folgenden Monate über seinen ganzen Körper auf und löste mit der Zeit die Mauer aus Leid in ihm auf. Als er ins Kloster zurückkehrte, war er wie verwandelt. Er hatte keine Verzweiflung mehr, keinen Zwang, alles in sein Weltbild einpassen zu müssen. Die sanfte Wärme und Aufmerksamkeit, die sein ständiges, krampfhaftes Denken ergänzte, hat ihm sehr geholfen, heilsamere Meditationsübungen durchzuführen. Ich möchte euch jetzt bitten, euch hinzusetzen für die Atemübung. Nimm ein paar tiefe Atemzüge, atme tief ein. Und atme langsam aus, ganz langsam. Gut. Und wieder tief einatmen und die Lungen füllen. Halte den Atem für einen Moment in den Lungen. Wenn sie voll sind, spüre die Empfindungen des Luftanhaltens, der Fülle. Und dann wieder ganz langsam ausatmen, ausströmen, ausströmen, loslassen. Gut. Nochmal tief einatmen. Fülle die Lungen, den Atem anhalten und wieder ausatmen. Während du langsam ausatmest, spüre das Gefühl des Loslassens. Loslassen. Loslassen. Und dann lasse den Atem seinen natürlichen Rhythmus wieder aufnehmen. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Demo. Für die Demo brauchen wir etwa 10 Minuten. Schaltet bitte eure Geräte auf lautlos.
Stellt eure Füße auf den Boden, sitzt mehr oder weniger gerade, aber bequem. Legt eure Hände offen in den Schoß. Schließt die Augen. Finde eine entspannte und bequeme Haltung, um mit dieser Übung zu beginnen. Wir werden üben, positive Emotionen zugänglicher zu machen. In diesem Fall liebevolle Güte. Das ist der Wunsch, dass jemand glücklich ist. Oder dass du selbst glücklich bist. Der Wunsch ist nicht von irgendetwas abhängig. Er ist nicht an Bedingungen geknüpft. Er ist nur ein natürliches Öffnen des Herzens. Für jemanden anderen oder für dich selbst. So kannst du in deinen Körper hineinhören und wahrnehmen, wie du dich gerade fühlst. Lass all das, was gerade ist, einfach nur sein. Wenn du gerade nichts fühlst oder im Laufe der Meditation, ist das vollkommen in Ordnung. Das ist eine Übung, die den Boden für Wachstum bereitet. Und wenn du ein anderes Gefühl empfindest als liebevolle Güte, untersuche einfach das. Was ist es, das ich fühle? Hier mag etwas sein, von dem du lernen kannst. Nun rufe dir jemanden ins Gedächtnis. Eine Person, bei der du dich im Moment, in dem du an sie denkst, glücklich fühlst. Schau, ob du sie dir ins Bewusstsein rufen kannst. Es könnte eine verwandte Person sein, ein befreundeter Mensch. Jemand, mit dem du ein unkompliziertes Verhältnis hast. Einfach das allgemeine Gefühl, dass du dich glücklich fühlst, wenn du an sie denkst. Du kannst ein Kind wählen. Oder du kannst ein Haustier aussuchen, ein Hund oder eine Katze. Ein Wesen, für das es recht einfach ist, Liebe zu empfinden. Also ruf sie dir ins Gedächtnis. Stelle dir vor, wie sie dir gegenübersteht. Du kannst sie fühlen, sie spüren, sie sehen. Und während du sie dir vorstellst, nimm wahr, was du in deinem Inneren fühlst. Vielleicht fühlt es sich in dir warm an, wie die Wärme des Sandes an einem Strand, die durch die Haut in deinen Körper steigt. Oder dir steigt etwas Wärme ins Gesicht, ein Lächeln, ein Gefühl von Offenheit. Das ist liebevolle Güte. Dies ist ein natürliches Gefühl, das in uns allen jederzeit vorhanden ist. Jetzt, wo du diese geliebte Person vor dir hast, fang damit an, ihr Gutes zu wünschen. Du kannst dir vorstellen, du reichst ihr deine Hand. Da ist ein Lächeln, ein gelöstes Gefühl von Erleichterung im Körper. Mögest du vor Gefahr sicher und geschützt sein. Mögest du glücklich und zufrieden sein. Mögest du gesund und stark sein. Mögest du Leichtigkeit und Wohlbefinden erleben. Und während ich diese Worte sage, kannst du meine Worte oder deine eigenen Worte verwenden und dir vorstellen, dass diese Güte von dir kommt.
Nun gehe dazu über, dieses geliebte Wesen in Gedanken zu berühren. Strecke die Hand aus. Du kannst dir das als Bilder denken, kannst dir Farben oder Licht vorstellen. Du kannst es einfach nur spüren. Die Worte können weiterhin mehr von diesem Gefühl mit sich bringen. Und ich möchte dich dazu ermutigen, festzustellen, was immer für dich dabei von Bedeutung ist. Mögest du frei von Stress und Angst sein. Mögest du frei sein von Furcht. Jetzt, wo du diese Worte und diese Gefühle liebevoller Güte aussendest, schau in dich hinein und untersuche, wie sich dein Inneres anfühlt. Und stelle dir vor, dass dieser geliebte Mensch seine Aufmerksamkeit auf dich richtet und die Güte von sich zu dir sendet. Also schau, ob du die liebevolle Güte empfangen kannst. Nimm sie in dich auf. Und dir wird Gutes gewünscht. Mögest du glücklich sein. Damit bist du gemeint. Mögest du ruhig sein und entspannt. Mögest du vor allen Gefahren sicher und geschützt sein. Mögest du Freude haben, Wohlbefinden. Lass das alles in dich hinein. Wenn es dir möglich ist, und es ist nicht immer einfach, dies zu machen, dann schaue, ob du liebevolle Güte an dich selbst übermitteln kannst. Du kannst dir vorstellen, wie sie von deinem Herzen oder Nabel in deinen Körper strömt. Vielleicht spürst du es auch einfach nur. Möge ich vor Gefahr sicher und geschützt sein. Möge ich gesund und stark sein. Möge ich glücklich und zufrieden sein. Möge ich mich akzeptieren, genau so, wie ich gerade bin. Und stelle dir selbst die Frage, was brauche ich, um glücklich zu sein? Sieh, was in dir aufsteigt und biete es dir selbst an. Möge ich eine sinnvolle Tätigkeit haben, ein frohes Leben, enge Freunde und Familie. Schaue jetzt in dich selbst hinein und nimm wahr, was du fühlst, wenn du das machst. Rufe dir nun eine Person oder eine Gruppe von Menschen ins Gedächtnis, denen du liebevolle Güte senden möchtest. Stelle dir vor, dass sie direkt vor dir stehen. Nimm sie wahr, fühle sie. Mögen sie glücklich und zufrieden sein. Mögen sie frei sein von Stress, Angst und Furcht, von Sorge, von Trauer. Mögen sie Freude und Glück erleben, Wohlbefinden. Lasse diese liebevolle Güte sich jetzt ausbreiten. Verteilen, sodass all jene berührt werden, die du gerade damit berühren willst. In alle Richtungen.
Menschen, die du kennst, Menschen, die du nicht kennst. Menschen, mit denen du Schwierigkeiten hast. Menschen, die du liebst. Stelle dir einfach das Ausbreiten der Wärme vor. Ob Mensch, ob Tier, wer immer von dieser Güte berührt wird, alle werden positiv beeinflusst. Du kannst dir das vorstellen. Mögen alle und überall glücklich, ruhig und entspannt sein. Mögen wir alle große Freude erleben. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt wieder aus der Meditation aufwachen. Fazit: Metta ist besonders hilfreich für ein positives Körperbild, für Paarbeziehungen, für Motivation, Lernen und Toleranz für Fehlschläge. Ich habe noch eine kurze Randnotiz, und zwar: Diskriminierung und Vorurteile gegen andere sind ein Versuch, mit wenig Aufwand das Selbstwertgefühl bzw. den eigenen Wert zu erhöhen, ohne dass man bei sich selbst etwas ändern müsste. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt Fragen stellen und ich versuche zu antworten. Keine Fragen?